From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, it becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects. Yeah. Cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. Okay. There's just no way. So I nice can't both be possessed. Connected. There must be a mistake. Breakfast. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Oh, God. My head. A door. A red door. What's happening to me? Was zur Hölle? Is this what that man was talking about? It can't be happening. Muss meine Sicht jetzt so bleiben? Nee, okay. Da oben ist eine rote Karte. Öffne das Notizbuch. Jag mich nicht, ich will nicht laufen! Ich bin voll mit Schocki! Könnte es die Kellertür sein, aber da waren wir doch gerade. Okay, also ich fasse nochmal für die zusammen, die es vielleicht jetzt nicht mitgekriegt haben. Angeblich soll man von einem Dämon besessen sein, der das halt über Kopfschmerzen äußert und so weiter. Der Vater denkt, dass wir das sind, deswegen hat er uns eingesperrt, weil wir öfters Bewusstsein verlieren und so weiter. Also halt, wir haben halt alle Anzeichen dafür, dass wir ein Dämon sind oder besessen sind. Und wir sollen uns auch von Kakerlaken fernhalten und witzigerweise, wenn man von dem Dämon besessen ist, soll man ihm angeblich alles geben, was er möchte. Das fand ich auch ziemlich weird. Und wir haben hier so eine komische Münze eingesammelt, die würde ich tatsächlich mal hier draußen bei der Uhr benutzen. Ist das die richtige? Nein, okay. Sonnenmedaillon, schade. Okay. Hab zwar schon drei Mischen drin, aber ich versuche es mir zu merken. Vielen, vielen Dank. Vielleicht schaffst du es dann auch mit der vierten Mische. Okay. Wir haben eine rote Tür, das heißt, wir sollen in den Keller. Ich möchte eigentlich nicht in den Keller, da waren wir ja gerade. Der Standort, die habe ich schon versucht.
Wir machen erstmal hier alle Räume auf. Ich denke, das ist schon mal ganz cool, wenn die Türen offen sind. Hier ist zu. Ach so. Also ich habe schon mal das Gefühl, dass das Haus nicht ganz so groß ist. Nee, da sehe ich mich ja mal gar nicht. Und tschüss. Okay, kann man nicht durchgucken. Ich habe schon mal das Gefühl, dass das Haus nicht ganz so groß ist. Das macht mich schon mal, ehrlich gesagt, ein bisschen glücklich. Denn ich kann mir das leichter merken, hoffe ich. Ich hasse Winkelkatzen. Warum gibt es in Horror-Games immer Winkelkatzen? Kann mir das jemand sagen? Und der Fernseher bringt uns halt nichts. Machen wir mal aus. Mal hier. Grandpa dedicated his whole life. Uhrmacherei gewidmet. Okay, haben wir eine Uhr. Eine Taschenuhr. Ja gut, aber was bringt uns eine Taschenuhr? Achso, das ist der Ausgang. Okay, hier müssen wir dann sozusagen raus. Alles klar. Die scheiß Alerts, damit sie mich triggern. Ohne Witz, die triggern mich halt unmenschlich dolle. Und wir wissen immer noch nicht, wie der scheiß Gegner aussieht. Aber, okay, dann können wir nur in den Keller, so wie es aussieht. Na gut, dann gehen wir halt wieder in den Keller. Mach sie aus? Nein, ich mache hier gar nichts aus. Safe der alte Mann vom Bild. Na, ich denke, es ist eher eine Frau. Hier war ja eine rote Tür, oder? Hier ist eine rote Tür. Und hier sind Kakerlaken. Der Mann hat gesagt, wir sollen Kakerlaken meiden. Oh, Scheiße, bist du hässlich! Aber sie ist abgeschlossen. Dann gehen wir ja nicht hier lang. Ja, warte mal, was übersehen wir? Omas Baker, bitte nicht. Bitte nicht wieder so eine alte Frau. Und da habe ich halt echt gar keinen Bock. Folge nicht den Kakerlaken. Hey, Xavion. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Bin jetzt nicht unbedingt ambitioniert, den Kakerlaken zu folgen. Die Alerts kannst du da ausmachen, wenn sie dich triggern. Darum geht's doch. Ich will den Leuten doch ihren Spaß mal lassen. Okay, warte mal. Was haben wir? Wir haben eine Jupiter-Mars-Münze. Keine Ahnung, was man damit macht. Wir haben komische Karten mit einem Sonnensymbol, was uns eigentlich auch nichts bringt. Ein Hammer, der ist wahrscheinlich nur für die Objekte. Wir haben eine Kamera. Können wir... Oh, warte mal. Hier oben war irgendwo so eine... Irgendwo habe ich vor uns hier was gesehen. Hier. Soll ich da mal hinknipsen? Oh, rote Sammelgegenstände. Okay, das ist einfach nur... Ah, hier ist noch eine Standuhr. Die habe ich, glaube ich, übersehen, ne? Okay, hier können wir eine der Münzen schon mal reinklatschen. Die nicht. So, ne, warte mal, können wir nicht. Vielleicht bedeuten die Uhrzeiten irgendwas. Ja, gut möglich, weil die alle verschiedene Uhrzeiten haben. Frage ist nur, was? Nehmen wir es kurz vor 8:30. Hier kommen wir nicht. Warte mal, hier haben wir noch einen Schrank zu öffnen. Das ist aber auch nichts. Ah, ist abgeschlossen, da kommen wir nicht rein. Den hier können wir zwar noch öffnen, das ist aber auch nichts. Was ist sonst noch? Hier können wir noch Schränke öffnen. Musst immer schnell schütteln. Oh, hier ist ein Schlüssel. Was ist das für ein komischer Schlüssel? Was ist das? Okay, wir haben einen Schlüssel. Freut mich. Ich mag Schlüssel. Fühl ich total.
Welche Türen sind alles zu? Oma, Opa ist zu. Hier brauchen wir den Schlüssel schon mal nicht. Hey, Papa Ares, moin, moin. Hier hinten am Ausgang ist zu. Und die rote Tür ist zu. Zu der roten Tür möchte ich aber eigentlich nicht. So, das hier ist falsch. Dann können wir aber nur zur roten Tür, verstehe ich das richtig? Warte mal. Ja. Ist abgeschlossen. Was ist denn das für ein Schlüssel? Das sieht aus. Ist das ein Uhrenschlüssel? Das sieht so komisch aus. Ist der für den Keller gedacht? Dreieckschlüssel, hm. Ich denke mal, oder? Gab es hier noch Räume, wo wir das machen konnten? Nee. Und hat es bei euch auch schon an der Tür klingelt? Alter, ich hoffe nicht, dass es bei mir jemals an der Tür klingelt, ohne Witz. Da würde ich jetzt komplett eskalieren. Wir haben hier noch den Code. Gut, aber der bringt uns nichts. Ah, warte mal. Können wir hier eventuell schon... Guck mal, hier. Können wir eventuell hier irgendwas benutzen? Können wir hier... Ah, ein Schlüssel passt hier. Okay. So, damit haben wir das untere Schloss schon mal offen. Okay, gut. Das bringt uns aber eigentlich herzlich wenig, denn damit haben wir nur die komische Tür aufgemacht und ja, sind genauso schlau wie vorher. Hm. Bisher habe ich auch die Kamera tatsächlich sehr wenig benutzt. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür wir die Kamera noch gebrauchen könnten. Was könnte man noch fotografieren? Ich habe den Hund draußen gelassen, der vertreibt die Kinder. Oha. Oh, Grandpa. Luca, hier steht auch nichts drauf. Niemand bekommt mein Candy. Das Witzige ist, bei mir gibt es halt einfach nichts zu holen. Ich könnte denen wirklich nichts geben, den Kindern. Selbst wenn ich es wollen würde. Ich habe einfach keinen Süßkram zu Hause. Jetzt sind wir doch genauso schlau wie vorher. Ich bin gerade vor dem Ventilator erschrocken. Das ist sowieso der geheime Tipp. Süßigkeiten für Halloween kaufen, aber alles selbst essen. Nur ein Bier können die haben, aber nicht ein Candy. Dann bekommen die einfach Bier und Kippen. Die haben doch eh schon... Ja, true. Heutzutage fangen die schon früh an. Albert Maxwell. Und die Uhrzeit sagt... um 9. Die Uhrzeit sagt um 9. So, der Fernseher bringt gar nichts. Hier fehlen Bilder. Mal wieder. Um 9. Was wollen wir mit der Uhrzeit um 9 anfangen? Kommen wir nicht rein. Da war der Code. Blue Knees is real.
Das Einzige, was hier real ist, ist meine Lostness. Keine Ahnung. Hat von euch jemand eine Idee? Denn ich bin gerade wirklich totally lost. Was bringt uns die Uhrzeit um 9? Also wahrscheinlich, wir müssen die Uhr halt auf um 9 stellen, aber wir können halt an den Uhren ja aktuell gar nichts machen. Wir haben ja keine Interaktion hier mit den Dingern. Ich bin einfach zu schlecht in Rätseln, ohne Witz. Hier war der Tresor, aber hier ist ja auch nichts drin. Haben wir die Schubfächer schon aufgehabt? Ja, ne? Ja, warte mal, hier liegt noch was. John, ich hoffe, das wird dir nützlich sein. Sei bitte vorsichtig. Denk dran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder, so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Okay, cool, ja. Aber warte mal, es gibt 3 Bänder. Okay, wir haben 1 erst gefunden. Priest Thomas? Hab zu wenig mit aufgepasst, um miträtseln zu können. Ja, alles gut. Ich bin halt gerade nur ein bisschen lost. Wie war der Code vor uns? Wir hatten doch irgendwas von 4 rechts, 8 links. Oder was war das? Mittlerweile irgendwas machen, warte mal. Bist du nicht immer lost? Ja, bin ich. Warte, das Bild gerade. Welches Bild? Meinst du, das ist die Wandmalerei hier? Oh. Ja, stimmt. Ich habe nie da ein Foto gemacht. Aber jetzt ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Chat will nicht mitscrollen. Ach, das meinst du nicht? Okay. Aber das hat zumindest funktioniert. Hier von einem Foto zu machen, war schon mal klug. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ist irgendeine Tür offen? Das gibt's doch nicht. Wie lost kann man sein, Finch? Ja. Ich meine, was kann ich denn? Ich knipse jetzt hier einfach alles. So Lust auf Erdnussflips gerade. Hast du keine zu Hause? Was sieht hier noch verdächtig aus, was man fotografieren könnte? Das ist halt Quatsch, oder? Das ist genauso wie hier. Warum sind da Fotos ringsherum? Das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Die rote Tür fotografieren. Ja, das können wir gerne mal machen. Gehen wir mal in den Keller. Ich meine, die Notizen haben ja auch rote Tür gesagt. There is
Okay. Hier mal die rote Tür fotografieren. Eigentlich möchte ich die rote Tür nicht fotografieren. Die Sicherung an der Wand? Na, wir haben die Sicherung ja schon... Achso, wir könnten sie wieder aktivieren. Ja, stimmt. Das können wir gleich mal machen. Erstmal machen wir ein Foto von der Tür. Oh nein. Ja, das war eine gute Idee und die Tür ist offen. Danke, dass hier noch Kerzen sind. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Eine Schaufel. Kann ich die mitnehmen? Chillig. Kann ich damit kämpfen? Nein, scheinbar nicht. Na gut. Ah, okay. Ich kann es nicht öffnen, weil... Okay, warte mal. Das ist Symbole. Hab ich schon mal gesehen. Ich nicht. Haben wir die Symbole schon mal gesehen? Ist das ein Kessel? Ja, hier wird Bier gebraut. Die Symbole nicht schon mal gesehen. Warte mal, es sind zwei Schlösser. Was war das vor uns? Hat sich das jemand gemerkt? Zwei rechts. Hier 8 rechts, 4 links. Was war das? Es sind nur zwei Schlösser. Vier links, 8 rechts. Warte mal, gibt's hier eine 8? Steht hier irgendwo eine 8 drauf? Das ist eine 7. Gibt's hier eine 8? Ah ne, 4 rechts. Ne, was? 4 links. Was? Ich vertraue Aaron. 4 rechts, 8 links. Okay. 4 rechts. Das müsste ja das hier sein, denke ich jetzt mal. Das soll eine 4 sein. Hoffe ich. Aber ich glaube, hier gibt es keine 8. Oh, warte mal. Oder Jupiter Mars. Jupiter Mars kann es sein. Die Münze, die wir haben. Hier gibt es keine Zahlen. Also hier gibt es keine 8. Wartet mal. Wo haben wir es? Hier. So ist die Münze. Links haben wir Mars, rechts haben wir Jupiter. So, dann haben wir hier Mars. Wie sieht der Mars bitte aus auf dem Ding? Das hier ist der Jupiter. Wie ist das Mars-Symbol? Ist der Mond? Ist der Dreizack? Hat jemand von euch Ahnung von Astrologie? Ich nehme mich nicht. Wieso scrollt mein Chat immer nicht mit? Ich muss deswegen mal raustappen. Und versucht dieses Ding mal zu fotografieren. Habe ich schon gemacht. Hat nicht funktioniert. Ich vertraue Aaron. Der schreibt zweimal was anderes. True. True, Chief. Muss nicht Aaron vertrauen. Was ist denn der Mars? Soll das hier der Mars sein? Keine Ahnung. Das hier drüben ist auf jeden Fall der Jupiter. Ja, so das Ding hier. Aber scheint halt nichts zu bringen. Jupiter ist die 4. Was? Jupiter ist die... Was? Stimmt, warte mal, das hier ist Saturn. Lul. Oh mein Gott, ich bin schlecht. Mars ist das männliche Zeichen. Oh Gott, Alter, endlich haben wir jemand Schlaues hier am Start. Wo haben wir... So. Der Ring ist Saturn, ja, habe ich auch gerade mehr gemerkt. Warte mal, jetzt habe ich trotzdem vergessen, was von beiden war wo.
Rechts ist Jupiter, links ist Mars. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die 4. Das haben wir. Hättest du mal lieber Sailor Moon schauen müssen. Ja, true. Okay, aber das scheint halt nicht zu funktionieren. Nehmen wir einfach nochmal unsere coole Schaufel und hoffen, dass das irgendwas bringt. Nö, bringt schon mal nichts. Oh, meine Schaufel ist abgebrochen. Bisschen schade. Kann ich die trotzdem noch benutzen? Gute Schaufel. Lul, haben wir es jetzt zerstört oder was? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es ging nur darum, dass wir die Schaufel hier nehmen. Oh, warte mal, hier ist noch ein Schloss. Oh. Oh. Ja, ich glaube, es ging darum, dass wir nur die Schaufel nehmen. Und hier geht es tatsächlich noch gar nicht weiter. Weil wir haben keine drei Hinweise. Lass das mal zurückgehen. Ich glaube, das ist so gewollt, dass wir die Schaufel kaputt brechen und jetzt mit dem Schaufelkopf wahrscheinlich irgendwas anderes machen können. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon die Büchse Pandoras öffnen sollen. Ohne wirkliche Hinweise. Aber das mit den Sicherungen ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Dann mal gucken, ob wir den Notstrom mal ausmachen können.